Seit einem Jahr ist Jasmin Ellenberger Schülervertreterin in Spangenberg. Eine Demo hat sie noch nie organisiert. Premiere für sie in der ersten Reihe. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Heute haben die Schüler ihr Motto auf die Straße getragen. Die Burgsitzschule ist Teil eines Netzwerks aus 2700 Schulen bundesweit. Jetzt wollen die Schüler ein Zeichen setzen gegen das, was in Chemnitz passiert. Wenn es in Chemnitz ist, dann kann es sich irgendwann ausbreiten und dann ist es überall. Und wir finden, egal wie weit es weg ist, es geht nicht. Rechtsextremisten, Gewalt, Rassismus, Ausgrenzung geht gar nicht, egal wo. Und dann tun wir auch was dagegen. Chemnitz ist für mich örtlich weit weg, aber so nah dran, dass wir uns dafür einsetzen wollen. Und wir die Probleme hier im Alltag ja auch relativ oft mitkriegen. Welche Probleme? Einfach, dass Leute, die anders sind, nicht anerkannt werden. Einfach, weil sie anders sind. Rassismus und Ausländerfeindlichkeit haben die Schüler in Spangenberg also auch schon erlebt, wenn auch nicht so massiv wie in Chemnitz. Seit 5 Jahren sind sie deswegen aktiv gegen Gewalt. Die Mehrheit will ein friedliches Miteinander, in der kein Mensch aufgrund seiner Herkunft, seines Aussehens, seiner Religion oder seiner Denkweise ausgeschlossen wird. Für die Demo heute gab's schulfrei in der 6. Stunde. Ich bin stolz drauf, auf das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler, und ich möchte das unbedingt unterstützen. Nicht nur, weil wir Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage sind, sondern weil wir seit einigen Jahren auch im Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen mitarbeiten. Und da geht es vor allem um Toleranz und um Respekt. Und genau das ist das, wofür unsere Schülerinnen und Schüler heute auf die Straße gegangen sind. 250 Schüler in Spangenberg auf der Straße. Das protestierende Klassenzimmer, Fach Demokratie schützen.